Hallo zusammen, wir sind wieder zurück mit einer neuen Ausgabe von Unleashed, unserem Videoformat für Entfesselungsmomente im Arbeitsleben. Heute zu Gast bei uns ist Iris Witt, Geschäftsführerin der Heinrich-Böll-Stiftung in NRW. Als studierte Sozialpädagogin hatte sie schon früh den Wunsch, Leben und Gesellschaftsengagement miteinander in Einklang zu bringen. Wir möchten heute erfahren, wie man seine eigenen, teils idealistischen Vorstellungen im beruflichen Kontext umsetzen kann und inwieweit Nachhaltigkeit und globaler Wettbewerb dabei kombiniert werden können. Außerdem reden wir mit Iris über die Nachhaltigkeit der eigenen Karriere und das damit verbundene Glück des beruflichen Ankommens. Dies und viel mehr erfahrt ihr in den nächsten 29 Minuten Unleashed. Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unleashed. Wir sitzen heute hier mit Iris zusammen und freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein. Du bist bei der Heinrich-Böll-Stiftung engagiert und arbeitest dort logischerweise. Willst du vielleicht den Zuschauern und uns einfach nochmal einen ganz groben Überblick geben, was die Heinrich-Böll-Stiftung macht und was vielleicht auch so dein Arbeitsalltag ist? Weil du bist ja mitunter die erste NGO-Mitarbeiterin, die wir hier in der Sendung begrüßen dürfen. Also von daher ein ganz neuer Kontext für uns auch. Ja, toll. Da fühle ich mich jetzt geehrt und freue mich natürlich, dass ihr auch auf den NGO-Bereich gekommen seid. Und die Heinrich-Böll-Stiftung Nordrhein-Westfalen, wo ich arbeite, ist die parteinahe Stiftung von Bündnis 90 Die Grünen. Und alle parteinahen Stiftungen in Deutschland, das ist so eine Sonderform in Deutschland, gibt es auch nur in Deutschland, die organisieren politische Bildung und zwar sehr nah inhaltlich an den Themen ihrer jeweiligen nahestehenden Partei. Und das ist in unserem Fall Bündnis 90 Die Grünen, also alles, was ihr so mit den Grünen verbindet, Ökologie, aber jetzt auch Annäherung an die Industrie, grüne Industrie, nachhaltige Industrie, auch Politik, vielleicht ein anderer Umgang in der Politik. Interessant jetzt auch, wie Annalena Baerbock und Robert Habeck Politik machen. Also solche Dinge, solche Themen, die sind auch bei uns verortet. Aber wir machen keine Politik, sondern wir machen dann die Veranstaltungen dazu oder die Bildung dazu. Das heißt, man kann bei uns lernen, viel zu gemeinwohlorientierter Industrie und Wirtschaft, zu Ökologie, Nachhaltigkeit. Aber auch, wie kann ich denn eigentlich als in unserem Fall jetzt ehrenamtliche Politikerin gut wirkungsvoll arbeiten. Habt ihr da auch einen gewissen Austausch jetzt? Du als Geschäftsführerin der Heinrich-Böll-Stiftung auch einen direkten Austausch, einen direkten Draht dann logischerweise auch zur Parteibasis? Gibt es da regelmäßige Abstimmungen, was das Programm betrifft, wie man das auch selber in sein eigenes Konzept einarbeitet? Habt ihr da regelmäßige Abstimmungen? Gibt es da in irgendeiner Form ein Konzept, wie ihr das auch vielleicht ganz nah am Parteiprogramm macht? Oder seid ihr da relativ frei in dem, was ihr tut? Also wir sind frei, tatsächlich. Mhm. Und trotzdem haben wir Abstimmungen. Aber nicht, also wir haben jetzt nicht Abstimmungen zum Parteiprogramm. Ne? Also wir können es jetzt nicht beeinflussen. Aber wir kennen das Parteiprogramm und versuchen auch natürlich unsere Veranstaltungen thematisch da in der Nähe auch zu orientieren. Also das heißt, in diesem Fall jetzt wäre das ja die neue Regierung hier in Nordrhein-Westfalen, wo es dann wieder mehr zu Themen wie Nachhaltigkeit gibt. Und wir zum Beispiel jetzt ein interessantes Format vorbereiten, so das Verhältnis zwischen Artenschutz und Windenergie. Ne? Also das teilweise widerspricht sich das oder überschneidet sich das, wenn man viele Windräder aufstellen möchte, dann ist das für gewisse Tierarten nicht so günstig. Und wie kann man im Prinzip, wo es ja beides mal um Nachhaltigkeit geht, wie kann man da zusammenkommen und schafft man das, dass Artenschutz und Windenergie gemeinsam gedacht werden können? Das ist so eine Veranstaltung, die ich jetzt ganz konkret gerade vorbereite. Und da versuchen wir so die unterschiedlichen Leute, die jeweils für eins dieser Formate aktiv sind, mit einzubeziehen. Also die jetzt gerade für den Artenschutz sich sehr stark machen, aber auch für die Windenergie. Und in der Regel laden wir dann auch PolitikerInnen dazu ein, so dass man versucht, da miteinander ins Gespräch zu kommen, sich zu informieren und für die Bürgerinnen, für die wir das dann machen, dass die sich schlau machen können, aber auch mitreden können oder sich auch mit einmischen können. Hast du das Gefühl, also weil wir jetzt beim Thema im Prinzip
Unleashed, entfesseltes Diskutieren gegebenenfalls auch sind, wenn ihr Veranstaltungen macht und so, wenn ich mein stereotypes Denken zu Veranstaltungsteilnehmern mal irgendwie versuche in die Waagschale zu schmeißen, fällt mir relativ rasch ein, Leute, die sehr, sehr gerne viel diskutieren, auch ihre Position nahebringen und nicht unbedingt von ihrer Position abrücken wollen, klar schon irgendwie konsensorientiert sind, aber am Ende des Tages dann doch gerne hätten, dass ihr eigenes durchkommt. Das ist ja relativ selten, worauf ich hinaus will, pragmatisch. Und für mich ist Pragmatismus zum Beispiel, also gesunder Pragmatismus, eine Sache, die sich zum Beispiel ziemlich stark mit unleashed, mit entfesselt sein, mit einfach, komm, lass uns einfach mal machen, mit dem deckt. Siehst du das in euren Veranstaltungen, dieses unleashed Verhalten, oder könnt ihr das irgendwie triggern auch? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, also ist uns auch sehr wichtig, dass wir sehen uns auch so als Brückenbauer zwischen den unterschiedlichen Positionen, und aber so mit dem Ziel des Pragmatismus. Also Politik bedeutet auch immer Kompromisse machen müssen. Und einmal sehen wir uns auch in der Rolle, das zu erklären, also das verständlich zu machen. Warum muss denn in der Politik vielleicht auch mal für etwas sich eingesetzt werden, wo man vielleicht eigentlich nicht so für ist, einfach aus Pragmatismus oder weil man eben jetzt einen Koalitionspartner hat, wo es nicht anders geht. Also so Verständnis für Politik, aber auch in kleinen Dingen. Oder in bestimmten Fragen, wie zum Beispiel Artenschutz und Windenergie. Da kann man ewig diskutieren und immer die Positionen gegeneinander aussprechen. Und wir sehen uns aber dann in der Rolle, wenn wir einladen, ja, aber wie geht's jetzt weiter? Also wie schaffen wir es, beide Positionen irgendwie zu ihrem Recht zu verhelfen? Und welche jeweils muss denn da jetzt Kompromisse machen, damit man weiterkommt? Und daher ja, auf jeden Fall. Das ist sozusagen ein postuliertes Ziel von uns, dass wir Dinge pragmatisch mit, also vermitteln wollen, aber auch den Menschen Kompetenzen zeigen möchten, wie sie mit ihrer Haltung, aber ganz pragmatisch auch sich einmischen können. Ne, ist nicht so einfach. Nee, aber ist überhaupt nicht einfach. Es ist gar nicht einfach. Genau. Also es ist ja schon fast Champions League. Absolut. Ja, gut, das ist das Ziel. Ja. Ne? Und dann ist das natürlich, wir machen ja Erwachsenenbildung und das ist immer freiwillig, wer zu uns kommt. Und wie jemand das jetzt mitnimmt und sich aneignet oder ausprobiert, das ist ja dann überlassen jedem, der teilgenommen hat. Aber die Teilnehmer sind grundsätzlich politisch interessierte Menschen. Das sind jetzt nicht zwingend zum Beispiel Unternehmungen, die zu euch kommen und sagen, mach doch mal eine Veranstaltung mit uns. Wir würden auch gerne wissen, wie X und Y zusammengehören, oder? Nee, tatsächlich solche so Auftragsschulungen machen wir nicht, weil wir werden öffentlich gefördert. Also wir sind eine Gemeinwohlorganisation und also es sind Steuergelder und deswegen ist alles, was wir anbieten, für jeden und jede offen. Ja, also für alle Bürgerinnen und Bürger, die Lust haben, natürlich auch UnternehmerInnen, wenn sie möchten. Und wir haben auch zum Beispiel mit der Industrie auch schon mal Veranstaltungen in Kooperation angeboten. Verstanden. Wie modern muss man sich das vorstellen, eure Veranstaltungen? Also Stichwort Digitalisierung, Corona war jetzt gerade, ist immer noch. Wir hatten diese ganzen Lockdowns, alles wurde irgendwie ins Virtuelle verschoben. Wie hat das bei euch stattgefunden? Also jetzt während Corona tatsächlich auch hauptsächlich digital. Und für uns war das tatsächlich auch gut, dass es diese Fördergelder da gab und auch nicht so strenge Richtlinien jetzt von unseren Zuwendungsgebern in der Zeit, so dass wir da viel ausprobieren konnten und vor allen Dingen auch anschaffen. Also das war vorher immer auch unser Wunsch. Wir möchten gerne stärker digital auch Veranstaltungen machen, hatten aber nicht die Software, hatten auch nicht die Hardware hier. Also ist ja alles teuer. Und in diesen 2 Jahren war es so, dass auch die gemeinwohlorientierte Weiterbildung da Dinge anschaffen konnte. So dass nicht nur wir, sondern eigentlich alle Organisationen mit uns sich da so ein bisschen auf eine neue Stufe gehievt haben.
Das Thema Nachhaltigkeit ist dir ja ein sehr wichtiges Anliegen, ganz offensichtlich. War das immer schon so? Ist das praktisch durch die Entwicklung, auch deine Vorbildung? Du hast Soziales Management studiert, wenn ich mich recht entsinne. Ist das ein Thema, was dich auch während des Studiums oder schon vorher gefestigt hat und dass du das jetzt wirklich ganz klar im NGO-Kontext ausleben kannst? Könntest du dir auch vorstellen, das Ganze auch im privatwirtschaftlichen Kontext zu machen? Gibt es das auch für dich oder war immer der Weg klar, nee, ich möchte wirklich fürs Gemeinwohl was tun? Also ich möchte wirklich, dass das Ganze auch einen vernünftigen Ansatz hat und das Ganze auch im gesellschaftlichen Kontext dem Ganzen zugutekommt. Ja, also das Arbeiten in einer gemeinwohlorientierten Organisation ist mir tatsächlich sehr wichtig. Also Gemeinwohl in dem Sinne, dass ich muss ja keinen Gewinn erwirtschaften, sondern ich kann sozusagen das Thema in die Breite bringen und kann mich ganz auf die Vorgaben in der Bildung auch konzentrieren, muss jetzt da so keine Rücksicht nehmen, ne? So Aktionäre zum Beispiel. Ne? So, und das ist schon ein Privileg, so empfinde ich schon als Privileg. Natürlich sehe ich, dass in der Wirtschaft das Thema Nachhaltigkeit jetzt sehr wichtig ist. Daher kann ich mir schon vorstellen, da auch tätig zu werden, aber eben als sehr unabhängiger Mensch. Also ich hätte da so mehr Probleme mit, mich da so anzupassen, diesen Rahmenbedingungen. Daher sehr froh bin ich, in der Gemeinnützigkeit zu arbeiten. Das Thema Nachhaltigkeit, hat mich eigentlich schon immer umgetrieben, ist aber in den vielleicht letzten 10 Jahren stärker geworden. Also wir alle haben vielleicht auch in den letzten 10 Jahren einfach stärker gemerkt, wie nah das jetzt schon gerückt ist. So diese Veränderungen, diese Transformation, die ohne uns stattfindet und die Transformation, die hoffentlich durch uns auch noch mitgestaltet wird. Also ich empfinde das jetzt als sehr, sehr viel stärker als noch vor 10 Jahren. Kannst du uns so ein bisschen mal mitnehmen in den Entstehungsprozess, wie man zu einer Person Iris wird? Also im Prinzip, wie man zu zu einer Geschäftsführerin von einem NGO wird. Also jetzt haben wir gerade schon gehört, was du als Studienhintergrund hast. Aber was hast du so sonst als Persönlichkeit mitgebracht? Erzähl mal, was hast du für Hobbys und Leidenschaften so aus deinem eigenen Vergangenheitsbereich? Ja, also jetzt, wie wird man Geschäftsführerin der Heinrich-Böll-Stiftung? War sicherlich sehr wichtig, dass ich auch aus dem Bildungsbereich komme. Also wir machen halt politische Bildung, das ist so unser Kerngeschäft. Und Erwachsenenbildung ist eben ein sehr spezielles oder ein spezieller Bereich in der Bildungsarbeit. Und politische Bildung ist da sehr speziell. Also da hat es Vorteile, wenn man sich da schon auskennt. Und ich hatte vorher, war ich Referentin für politische Bildung beim Landesverband der Volkshochschulen. Und davor habe ich als HPM, also hauptpädagogischer Mitarbeiterin, gearbeitet bei einer Volkshochschule. Die Abkürzung kannte ich auch noch nicht. HPM. HPM. Ich hätte an Programmiersprache gedacht. Also, da habe ich auch keine Ahnung von. Von daher, passt. Ja, Haken. Genau, HPM ist ein sehr geläufiges Wort bei uns. HPM, also jetzt kennt ihr es auch. Ich bestelle abends meistens 2 HPM. Machst du nochmal 2 HPM, ne? Ja, es ist tatsächlich so eine Einheit. Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen ein Weiterbildungsgesetz und man wird finanziert, je nachdem, wie viele HPMs man hat. Und wir werden leider nur für 1 HPM finanziert, weil das irgendwann mal so festgelegt wurde. Und dementsprechend kriegt man auch sein Geld dann. So. Aber du hast vorhin schon gesagt, ihr seid 6 Personen bei euch in der Hand. Ja. Also in Nordrhein-Westfalen. Genau. Im Gesamtverband sind es aber deutlich mehr, oder? Sind es deutlich mehr. Oh, jetzt weiß ich die genaue Zahl nicht. Also es sind vielleicht so 50 Kolleginnen in Berlin. Und dann haben wir auch noch Auslandsbüros. Also das heißt, es gibt so bestimmte Büros in Warschau, in Moskau musste leider jetzt zugemacht werden, aber in Washington. Also es gibt so Büros, wo dann im Prinzip die gleiche Arbeit, die ich jetzt in NRW mache, in den Ländern gemacht wird. Verstanden. Und in der Führung seid ihr dezentral strukturiert? Also ja. Das heißt, du bist verantwortlich für deine oder für eure 6 Mitarbeiter in Summe, 6 Mitarbeiterinnen und alle anderen, die dann daneben sind, sind quasi Schwestereinheiten. Ja, genau. Okay, so nennen wir es auch. Ne? Unsere Schwesterstiftung. Genau. Okay. Also es ist ganz, ganz tatsächlich unabhängig sind wir. Wir können im Prinzip machen, was wir wollen. Also wir haben ja hier auch Geldgeber. Also das Land gibt uns Geld, der Bund gibt uns Geld. Da sind wir natürlich gebunden. Aber sonst haben wir relative Freiheiten hier.
Wie funktioniert so ein Thema wie Leadership, wie Führung in einer Stiftung? Weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn es im Prinzip keine, gibt es Ziele? Gibt es sowas wie Ziele? Also ich meine, wenn es keine Entlohnung dafür gibt, also im Sinne von, es gibt kein Budget dafür, dass irgendwas Spezifisches erreicht wird, sondern es gibt ein Steuergeld und das ist zu verwerten in irgendeiner Form. Aber gibt es dann ganz harte Ziele? Und wenn es keine harten Ziele gibt, vielleicht zweite Frage, wie funktioniert das dann mit dem Leadership, mit der Führung? Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir gerade auch ein Führungskräfteseminar aufbauen, also und uns damit sehr stark beschäftigen. Und ja, was in der gemeinwohlorientierten Beschäftigung immer ist eine sehr intrinsische Motivation. Also ich, aber auch meine Kolleginnen, kann ich sagen, die haben sehr viel Eigenmotivation und sind auch sehr idealistisch. So, das eint uns alle. Und Führung in so einem Team kann man ja ganz unterschiedlich ausleben. Aber wir haben uns auch als Team miteinander verständigt, wie wir Führung gestalten wollen. Also wichtig ist uns auf Augenhöhe und eben mit großer Beteiligung von jedem Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und das ist dann immer ein Aushandeln. Also wo ist quasi da, wo ich dann vielleicht auch mal sagen kann oder muss, wir machen es jetzt so. Und wie gestalten wir das jetzt, diese Verabredungen? Ne? Das heißt, wir sprechen viel, wir haben viele Teamsitzungen, wo wir uns verständigen, auch austauschen dazu. Und jetzt haben wir gerade zum Beispiel so einen Prozess hinter uns, wo wir gucken, wo wollen wir als Stiftung so in den nächsten 5 Jahren stehen, also diese Ziele, die du ja auch gesagt hast, für uns aufgestellt haben. Wo wollen wir hin? Und das ist jetzt nicht verbunden damit, wenn du das schaffst, dann kriegst du, weiß ich, 1.000 Euro mehr, sondern wir kriegen halt unser Gehalt. Wir sind tarifbezahlt, kriegen immer das gleiche Gehalt, egal, sagen wir mal, ob wir die Ziele erreichen oder nicht. Und daher ist das Ziel zu erreichen, ist so, weil wir es ja selber vorgeschlagen und entwickelt haben, ist das unsere eigene Motivation. Wir wollen gerne und wir können ja auch sehr idealistisch da arbeiten. Das ist eben dieses im Gemeinwohl orientierten Sektor. Und daher kann jeder seine Ideen reinbringen und wo man hin möchte. Und das ist ja daher so schon für viele wichtig, also eigentlich für alle wichtig, was wir da machen und was wir da erreichen wollen. Habt ihr Schwierigkeiten nachzubesetzen, wenn mal jemand gehen würde? Also Stichwort Recruiting von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Tatsächlich überhaupt nicht. Also wir sind ein Team, was schon sehr lange zusammen ist. Ich bin fast als Letzte gekommen, vor 8 Jahren. Die anderen sind schon länger da und die sind aber jünger als ich. Ne? Also ich bin damit die Älteste und das zeigt mir, also die Kolleginnen sind gerne da, bleiben gerne. Und wir, also was wir schon mal besetzen, sind studentische Mitarbeiterinnenstellen. Die sind hoch, also sehr beliebt, sag ich mal so. Wir kriegen viele Bewerbungen und müssen dann richtig aussuchen, selbst für unbezahlte Praktika. Also wir sind, ja, unser Bereich ist sehr beliebt. Also wenn man sich in den gemeinwohlorientierten Bereich reingibt, dann sind wir, glaube ich, ein sehr beliebter Arbeitsplatz. So. Also intrinsische Motivation und auch eine gewisse und eine gesunde Portion Idealismus als Haupttreiber auch letztendlich für diese Aufgabe. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das haben wir alle. Und wenn man das nicht hat, dann ist es vielleicht auch schwierig nach einer Zeit. So. Nochmal ganz kurz zurückkommt auf das Internationale und die Zusammenarbeit in diesem Kontext. Ich hatte, glaube ich, im Vorfeld gelesen, ihr habt 34 Büros weltweit, okay, vielleicht 33, 32 jetzt in der aktuellen Situation. Aber wie funktioniert diese Kooperation auf dem internationalen Level? Das heißt, ihr habt ja letztendlich eure Ziele, eure Ausrichtung für Deutschland selber, aber ihr habt auch jede Menge Projekte, die ihr international über Deutschlandgrenzen hinweg zusammen organisiert. Was sind das für Themen? Was habt ihr da für Sachen, die ihr gemeinsam auch im größeren Kontext jetzt behandelt? Einfach nur für uns mal zur Vorstellung.
Ja, also das macht tatsächlich auch Berlin. Aber wir haben ja auch Zusammenarbeiten mit den Auslandsbüros. Daher kann ich da ein Beispiel bringen. Wir bieten zum Beispiel auch Bildungsreisen an. Also dass wir zum Beispiel mit dem Auslandsbüro in Istanbul hier organisieren eine Reise in die Türkei. Und in Istanbul, der Kollege oder die Kollegin, die kennen dann gut da die NGOs. Und dann besuchen wir zum Beispiel NGOs in der Türkei auf unserer Reise. So, und das kann man sich für alle Länder vorstellen. Das ist so eine typische Tätigkeit, die wir haben und eine Verbindung zu den Auslandsbüros. Und natürlich auch Informationen, dass wir hier Veranstaltungen machen. Wir hatten jetzt zu Belarus zum Beispiel eine Veranstaltung oder jetzt zum Ukraine-Krieg. Und dann sind die Kolleginnen, die zu dem Thema in Berlin arbeiten oder auch in den Auslandsbüros, die werden dann im Moment jetzt digital zugeschaltet. Ja. Die, was mir gerade noch einfiel, ein bisschen Themenwechsel zwar, aber weil es gerade irgendwie in meinen Kopf kam, zu politischer Bildung gehört ja ganz, ganz viel eben auch das Thema wahrscheinlich Aufklärung über bestimmte Thematiken. Ich sah gestern noch eine Reportage, weil das ja so ein bisschen auch der Tenor unserer Zeit ist, Verschwörungstheorie hier und irgendwelche anderen Problematiken dort, dass wir ganz, ganz häufig halt in Situationen kommen, wo wir ähnlich wie es in Wahlkämpfen normalerweise ist, man geht durch die Fußgängerzone und sieht irgendwo ein Ständchen von den Grünen, von der SPD, von der CDU oder sonst wem, sieht man irgendwelche Stände von irgendwelchen Lobbyistengruppen, die verschwörungstheoretische Themen halt von sich geben. Und da sah ich gestern eine Reportage, die Plandemie, das ist nur ein Beispiel jetzt von vielen, die es da irgendwie gibt, wo es halt um die Corona-Thematik geht. Ist das für euch ein Kontext? Also ist es für euch ein Thema sozusagen auch politische, also Themen, die auf der politischen Agenda sind, einmal richtig einzuordnen, weil die teilweise in der Bevölkerung ja dann doch vielleicht falsch wahrgenommen werden? Auf jeden Fall. Also wir würden uns so verstehen, dass wir Kompetenzen vermitteln, wie man zum Beispiel Verschwörungstheorien erkennt. Also wie erkenne ich Verschwörungstheorien? Wie kann ich nachprüfen? Ist das jetzt etwas, was die Wissenschaft zu 90% von sich gibt? Oder ist das eine merkwürdige Idee? Also da vermitteln wir richtig, also haben wir Seminare, Verschwörungstheorien erkennen und einordnen können. Das heißt so, also ich weiß nicht, ob ich es Aufklärung nennen würde, sondern eher so eine Befähigung, dass du es selber herausfindest. Also das ist auch so ein Gesetz der politischen Bildung, dass wir dir nicht irgendwas sagen, so ist es. Also ich würde da nicht sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, sondern ich würde dir die Dinge nennen, die eine Verschwörungstheorie ausmachen und du würdest dann selber für dich überprüfen, ist das jetzt eine oder nicht. Im Prinzip das Handwerkszeug in die Hand geben. Genau, okay, ja. Okay, verstanden. Mhm. Ist wahrscheinlich eine sehr, sehr große Herausforderung gerade, oder? Ist doch bestimmt eins der hauptsächlichen Themen dann auch. Kann ich mir vorstellen, in der derzeitigen Zeit. Ja, also das bieten wir natürlich auch sehr stark an im Moment. Auch so etwas wie Stammtischparolen, also argumentieren. Oh, das ist ein ja, gegen, ne? Also das haben wir tatsächlich, Menschen, die politisch aktiv sind, die häufig so mit Stammtischparolen in Konflikt kommen oder in Berührung kommen, wenn die irgendwo sind. Und wie kann ich, wenn ich jetzt so idealistisch bin und für mein Thema eigentlich einstehe und dann kommen immer so Parolen oder auch vielleicht bedrohliche Worte und wie reagiere ich da, wie kann ich das parieren? Wie kann ich damit umgehen? Das ist auch ein sehr typisches Seminar, was auch stark angefragt. Interessant. Das ist also fast wie im Bereich Dialektik oder sowas, ne? Also quasi argumentieren lernen und sowas. Spannend. Ja, jeden Fall, ne? Also so, wir möchten ja, das ist so unser übergeordnetes Ziel. Wir möchten, dass Menschen sich in unserer Gesellschaft einbringen und auch für das Gemeinwohl sich stark machen. Und wenn ich mich stark mache und eben im Gemeinwohlbereich bin, also das heißt, ich habe jetzt kein Geld, was mich unterstützt, sondern nur meinen Idealismus, dann muss ich aber genauso in diesem Bereich mich irgendwie machtvoll einsetzen können. Und wie geht das? Also wie hört man dich? Wie kannst du die Leute erreichen, damit dein Thema auch vorankommt? So, das sind so typische Dinge, die wir versuchen zu vermitteln.
Ich würde ganz gerne auch in Anbetracht der Zeit vielleicht einfach nochmal ganz kurz vom beruflichen Kontext auf das Private wechseln. Ja. Und zwar das Thema, keine Sorge, wird nicht zu privat, das Thema Nachhaltigkeit im Endeffekt, ja, was du angesprochen hast. Wir hatten in der Vergangenheit öfter mal auch die Diskussion zum Thema Purpose. Ganz klar, was tue ich, warum mache ich das Ganze? Und du wirkst jemand wie jemand, der angekommen ist, jemand, der weiß, was er tut, der sehr happy ist mit dem, was er tut, also auch die Nachhaltigkeit der eigenen Karriere sozusagen. Ist das etwas, was du auch in dem Kontext, also erstmal die Frage, ist das so? Ist die Wahrnehmung richtig? Und B, ist das etwas, was du teilweise auch deinen Kolleginnen, deinen Mitarbeitern auch mitgibst, dass man sagt, okay, man muss auch irgendwo mit das ganze Streben, heute geht immer darum, höher, schneller, weiter, aber einfach auch mal den Moment auch im Berufskontext zu genießen, dass man das, was man gerade tut, wirklich aktiv wahrnimmt und davon auch also das genießt? Ja, das ist ja eine wichtige Frage. Also man kann auch im Gemeinwohl, kann man auch Karriere machen, ne? So, und da ist tatsächlich auch Geschäftsführung einer Stiftung nicht der höchste Karrieresprung. Man kann noch höher gehen. Und jetzt, weil du privat gefragt hast, also ich für mich persönlich habe so für mich einen Zustand entdeckt, jetzt doch relativ frisch, dass ich sage, ich bin doch jetzt so mit dem, wo ich stehe, sehr zufrieden. Also ich verdiene schon gut, dass ich also sozusagen zur Rente mich bewegen kann und weiß, ich kann dann von meiner Rente leben. Und ich muss so mein Leben gestalten, dass ich auch noch Hobbys haben kann. Das geht auch mit dieser Stelle. Und ich muss jetzt nicht schon das nächste Karriereziel vor Augen haben, was ich sonst in meiner Biografie doch sehr gut kenne auch, weil ich habe häufiger gewechselt und ihr kennt es vielleicht auch. Aber ich merke, das hat auch was für sich, mal da zu bleiben, wo man ist. Also ich bin jetzt 8 Jahre da und so dieses beständig sein und mal auch das Pflegen, die Vernetzung und die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, das hat auch etwas sehr Befriedigendes. Und ich sehe dann tatsächlich, wie du sagst, so ein bisschen auch so die Beziehung zum Thema Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit heißt ja auch, vielleicht auch mal mit Dingen zufrieden zu sein und nicht immer weiter wollen und besser oder höher, sondern auch mal das zu genießen, was man hat zum Beispiel. Und in dem Moment bin ich jetzt tatsächlich gerade, das kann sich ja auch ändern, aber würde ich schon sagen, das ist etwas, so ein Moment der Zufriedenheit, da wo ich bin und auch ein bisschen das auch genießen und ja auch so mich vielleicht dann ein bisschen mehr in die Breite geben und nicht wieder weiter weg, sondern mehr so da, wo ich bin, da möchte ich jetzt weiter meine Fühler ausstrecken. Ja, das ist sehr schön zu hören, weil ich finde gerade, das sieht man ja oft auch, wenn es um Social Media geht oder generell, wenn es darum geht, die Karriere zu planen. Natürlich ist es wichtig, die einzelnen Schritte und auch vielleicht den Horizont einmal grob vorzuskizzieren, aber dass man auch mal im Moment angekommen ist, dass man auch mal lernt, diesen auch zu genießen. Das ist ja oftmals so im privaten Kontext, dass man sagt, jetzt schalte ich mal ab, jetzt konzentriere ich mich mal nur auf mich und dann ab Montag geht's weiter und ich bin wieder im Hamsterrad. Sondern es geht ja wirklich auch darum, dass man seinen Alltag beruflich und privat auch so gestalten kann und so genießen kann, dass man sagt, ja, ich bin in der jetzigen Situation sehr zufrieden. Ich weiß, es geht weiter, aber trotzdem bin ich jetzt nicht immer auf den Blick nach vorne, sondern habe auch mal den Moment einfach mal für mich. Das ist auch schön zu hören, dass es in diesem Kontext dann sehr, sehr erfolgreich funktioniert. Also ja, meistens. Ne? Also ja, es geht, also das ist ja auch etwas, womit wir uns sehr beschäftigen. Wie können wir, also dass sich unsere Gesellschaft irgendwie ändern muss, das ist klar. Wir können nicht mehr so den Planeten, die Ressourcen verbrauchen. Aber was heißt das denn, wenn dieses, was so als Verzicht deklariert wird, was heißt das denn, wenn das vielleicht auch eher ein schöner Zustand ist, dass ich nicht mehr so überladen bin zum Beispiel. Absolut, das finde ich sehr krass immer. Ich brauche nicht immer was Neues, aber also ich finde das zum Beispiel beim Tempolimit, obwohl ich sehr gerne schnell Auto fahre, ist auch dieses Mal langsam fahren, wie jetzt zum Beispiel in den Niederlanden, 100. Das ist unglaublich schön und ich habe das so genossen, da fahren zu können. Ich hatte das auch, genau das Gleiche vor 2 Wochen. Ja. Wir waren vor 2 Wochen waren wir im Urlaub
und hatten genau die Situation, wir sind mit dem Auto endlich mal wieder gefahren und nicht geflogen und sind dann nach Holland gefahren. Und ich habe von dem Moment, als wir über die Grenze fahren mussten, weil wir festgestellt haben, klar, nach Holland kommt man nur, wenn man über die Grenze fährt, habe ich festgestellt, man kommt auch psychisch einfach runter. Ja, du entschleunigst richtig, du drehst den Regler zurück. Absolut, du drehst den völlig zurück. Das geht aber gut. Also, ja. Und wenn du es nicht tust, dann kommen die Kollegen, die uniformieren, dann kommen sofort. Ja. Genau, und da ich die direkt im Hinterkopf hatte, ja, musst du das nicht sagen. Ja, also so Verzicht als vielleicht der neue Luxus. Das, ja, würde ich sagen. Das ist so. Und das ist dann auch, also es ist ja nicht wirklich ein Verzicht auf die Karriere, sondern es ist eine ganz bewusste Entscheidung, aber eben als Luxus, also als Privileg, was ich habe, ich darf es mir jetzt aus. Gibt es ja eine, tatsächlich auch eigene Bestrebungen zu, ne? Also das, ja, ganze Thema Minimalismus und so, ja, weiter, da gibt es ja ganz tolle auch Podcasts. Killer Podcasts auch. Nicht erschrecken. Dankeschön. Ein wichtiger Hinweis, letzte Sekunde noch geschafft. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, die Zeit ist tatsächlich schon um. Also ja, man kann es ja kaum glauben, 29 Minuten gehen immer rasch um. Ja, toll. War super spannend, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine ganzen tollen Impulse. Ja, danke fürs Gespräch. Blick. Genau, sehr gern. Vor, ja, allem zu danken. Bleib weiterhin so happy offensichtlich, wie du bist mit dem, was du erreicht hast. Derzeit. Ja, ich hoffe, ich habe auch Menschen erreicht. Also das ist natürlich für uns dann auch schön, wenn da vielleicht jemand sagt, ach, politische Bildung wäre doch vielleicht auch mal was und ein Seminar vielleicht besuchen möchte. Oder einfach denkt, vielleicht wäre das ja auch, also man kann es ja auch neben einer Arbeit machen, dass man sich politisch betätigt. Absolut. Oder gesellschaftlich betätigt bei Greenpeace, BUND oder sonst wo. Sollte ehrlich gesagt sogar von viel, viel mehr Menschen gemacht werden. Absolut, ja. Ganz ehrlich. Ja, vielen super. Dank. Schönes ja, ich danke Schlusswort. Euch. Dankeschön. War sehr spannend, das mal hier zu erleben. Und jetzt gucke ich mir die anderen Filme auch mal an, die ja, ihr so soll es sein. Und ihr auch. So, würde ich sagen. Hausaufgaben, ja. Genau. Ja, genau. Ja, dann alles klar. Wunderbares dann. Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen. Ja. Und alles Gute für die Zukunft. Hat dir der spannende Austausch genauso gut gefallen wie uns? Mega! Dann würden wir uns über ein Like freuen und wenn du auch in Zukunft nichts mehr verpassen willst, dann kannst du hier unseren Kanal abonnieren. Wenn du jetzt total im Flow bist und dich von weiteren interessanten Persönlichkeiten aus unserem Netzwerk inspirieren lassen möchtest, dann schau gerne hier bei weiteren Gesprächen vorbei, wie beispielsweise unser Austausch mit dem Modedesigner Martin Appelt, der Personalvorständin des Großhandels Metro und vielen weiteren. Viel Spaß!